Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Axel Arena Avellaneda und ich bin der leitende Arzt für Gefäßchirurgie hier in der Asklepios Klinik Altona. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben, auch wenn es heute um ein etwas selteneres Thema geht. Nichtsdestotrotz ist es sehr spannend und ich hoffe, Sie können etwas mitnehmen. Heute geht es um die chronischen Durchblutungsstörungen des Darmes. Die Befunde dazu sind relativ häufig, Symptome aber eher selten. Und ich würde Ihnen gerne erzählen, auf welche Alarmsymptome Sie achten müssen. Das erste Bild bitte. Dann fange ich mal an. Gut. Den Herzinfarkt kennen alle, Darminfarkt kennen nur wenige. Und beim Herzinfarkt ist es so, Sie sehen das hier auf der rechten Seite, die Gefäße, die Schlagadern, die Arterien, die das Herz versorgen, können verstopfen. In der Regel ist das so, dass sie durch Arteriosklerose Ablagerungen haben in den Gefäßen und durch bestimmte Ereignisse verschließen sich diese Arterien und in dem Moment geht Herzmuskel zugrunde und das führt zum sogenannten Herzinfarkt. Das haben viele Leute und kennt man auch. Und auch Schlaganfall ist ein sehr präsentes Thema und im Grunde ist das das Gleiche. Sie haben die Arterien, das sehen Sie hier rechts, die das Hirn versorgen. Und hier kann es dazu kommen, dass auch hier sich die Schlagadern plötzlich verschließen und das Gehirn nicht mehr durchblutet ist. Und Sie erleiden dann praktisch einen Hirninfarkt oder Schlaganfall. Aber heute geht es eben nicht ums Hirn und auch nicht ums Herz, sondern um Ihr Innerstes, um Ihre inneren Organe. Und ich wiederhole mal so ein bisschen Anatomie, das ist den meisten ja nicht so geläufig. Das ist jetzt hier mal so ein Schaubild, praktisch so ein bisschen, das ist eine Puppe. Sie sehen hier von vorne die Lunge, das ist das Herz, dann sehen Sie hier die andere Lunge, die Leber, hier das hier ist der Magen, das ist der Dickdarm, hier sehen Sie den Dünndarm und hier das sogenannte große Netz. Und praktisch alle Bauchorgane bis auf die Nieren werden von drei Schlagadern versorgt. Es sind nur drei. Diese gehen ab von der Hauptschlagader. Vielleicht haben Sie das Webinar zum Aorten anderes Mal gehört. Und diese drei Schlagadern sind der große Bauchhöhlenstamm, auch Truncus Ciliacus genannt. Der geht hier oben ab und hat Äste insbesondere für die Leber, für die Milz, für den Magen. Dann haben wir hier die große Eingeweidearterie, das ist im Grunde die wichtigste Arterie für den Bauch. Hier hängt vor allen Dingen der Dünndarm dran. Und weiter unten dann die sogenannte untere Eingeweidearterie. Hier hängt vor allen Dingen der Dickdarm dran, aber die ist häufig relativ schmal ausgeprägt. Aber von den drei Arterien hängt alles ab, ob Sie vielleicht einen Darminfarkt kriegen können oder nicht. Ich möchte ein bisschen ins Detail gehen, weil das nicht ganz unwichtig ist. Sie sehen hier praktisch den Abgang des großen Bauchhöhlenstammes aus der Hauptschlagader, der Aorta. Und Sie sehen, wie sich das aufteilt. Sie haben hier die Schlagader, die zur Leber geht. Sie haben hier die Schlagader, die Arterie, die zur Milz geht. Und hier kleinere Arterien, die praktisch den Magen versorgen. Der Magen ist extrem gut mit Blut versorgt. Letztlich gehen vier Arterien zum Magen, um dort für eine Blutzufuhr zu sorgen. Und das sind jetzt auch wieder anatomische Tafeln, dass Sie sehen, was alles an diesen Schlagadern hängt. Sie sehen hier links in Rot, das ist die obere Eingeweidearterie oder für uns Mediziner die Arteria mesenterica superior. In Blau ist hier der venöse Abfluss, aber der interessiert uns heute nicht. Was man hier sieht, hier kommt die große Arterie und die versorgt dann hier die ganzen Anteile des Dünndarms. Das beginnt hier, geht dann hier rum. Hier sehen Sie den Wurmfortsatz, im Volksmund noch Blinddarm genannt. Und hier ist der Dickdarm. Und diese obere Eingeweidearterie versorgt das ganze Kolon und den ganzen Dickdarm bis hier zum absteigenden Dickdarm. Und auf der rechten Seite sehen Sie ein Bild für die untere Eingeweidearterie, die wir Arteria mesenterica inferior nennen. Und Sie sehen praktisch, dass hier der absteigende Dickdarm hängt, der Krummdarm und der Enddarm. Der wird hiervon versorgt. Das Besondere an diesen Arterien ist, die haben ganz viele Kurzschlüsse und deswegen ist es meistens gar nicht so schlimm, wenn sich eine langsam verschließt, das übernehmen andere. Sie sehen das hier links einmal dargestellt. Sie haben zum Beispiel insbesondere zwischen der oberen und unteren Darmarterie die sogenannte riolanische Anastomose, so nennen wir das. Das sind ganz viele, das ist eine ganz dicke Verbindung, die praktisch die Funktion des anderen übernehmen kann. Sie sehen aber auch hier praktisch von dem oberen Eingeweidestamm, dass es Verbindungen gibt zur oberen Eingeweidearterie.
Und hier sehen Sie es auch nochmal dargestellt. Es gibt auch so Verbindungen, die nicht immer vorhanden sind, wie hier von der oberen Eingeweidarterie zur Milzarterie und Ähnliches. Jedenfalls, der Körper ist ein ganz tolles Gebilde, was sich hier ein Netzwerk erschaffen hat, wo sich die Arterien untereinander aushelfen können. Das ist wichtig, wenn ich nachher darüber rede, ob man an einer solchen Einengung was machen soll. Warum verschließen sich denn unsere Arterien? Es gibt ganz im Groben zwei Ursachen. Die eine Ursache ist die sogenannte Embolie. Das heißt, an einer Stelle im Körper bildet sich zum Beispiel ein Blutgerinnsel. Das haben Sie zum Beispiel, wenn Sie Herzrhythmusstörungen haben, bilden sich Blutgerinnsel im Herzen. Und die können dann fortgeschleudert werden und die wandern dann mit den Schlagadern und können beispielsweise einen Schlaganfall auslösen. Das ist gar nicht so selten. Also mehr als die Hälfte aller Schlaganfälle beruht auf einer solchen Embolie aus dem Herzen. Aber Sie haben bestimmt auch schon mal was von einer Lungenembolie gehört, auch was ganz Gefährliches. Dann haben Sie das Gerinnsel, bildet sich in der Vene, meistens in den Beinvenen. Dann geht das ins Herz und von dort aus in die Lungenarterie und macht dann eine sogenannte Lungenembolie. Und das kann durchaus zu Atemnot führen, kann sehr gefährlich sein. Das ist also die eine Hauptursache. An einer Stelle entsteht ein Gerinnsel und wird forttransportiert. Die zweite Hauptursache dafür, dass die Schlagadern verschließen, ist, dass sich Ablagerungen bilden. Das ist eine typische Zivilisationskrankheit. Und an Ort und Stelle kommt es dazu, dass sich Fett einlagert und die Arterie wird an der Stelle dicker und die Oberfläche wird unruhig. Und genau an solchen Stellen können sich dann auch wieder Gerinnsel ablagern und können dann ein Gefäß verschließen. Das ist zum Beispiel der häufigste Mechanismus für einen Herzinfarkt. Viele Leute rauchen oder haben Zuckerkrankheit und dadurch kommt es zu solchen Ablagerungen in Arterien und in der Folge dann durch die Gerinnsel zu den Anfällen. Aber heute geht es ja nicht ums Herz, nicht ums Hirn, sondern um den Darm. Was für Symptome macht denn so etwas? Wenn sich so eine Darmarterie akut verschließt, ist das ein absoluter Notfall und Sie haben heftige Bauchschmerzen aus dem Nichts heraus. Darum geht es heute nicht, aber das ist etwas, da muss man sofort ins Krankenhaus und das Problem lösen. Jetzt geht es aber darum, wenn Sie chronische Bauchschmerzen haben. Und chronisch heißt in diesem Zusammenhang, dass die mindestens für 3 Monate bestehen müssen. Das heißt also, wenn Sie so einen Magenzwicken für eine Woche haben, können Sie nicht davon ausgehen, dass das eine solche Minderdurchblutung des Darmes ist. Ganz typisch ist, dass diese Beschwerden nach dem Essen auftreten. Und zwar ungefähr so nach 20 bis 30 Minuten, nachdem Sie gegessen haben, haben Sie Oberbauchschmerzen, also hier, so wie im Bild auch dargestellt. Und das dauert 1 bis 2 Stunden. Das führt dazu, dass Sie nicht mehr so viel essen, weil je größer die Mahlzeit ist, desto mehr Blut fordert der Magen ab, desto schwieriger wird das Ganze. Und Sie mögen vielleicht auch nicht mehr so viel essen, einfach weil Essen wehtut. Das führt zu einer Vermeidungshaltung. Und in der Folge kommt es dadurch, dass Sie weniger essen, zu einem Gewichtsverlust. Das ist relativ typisch, muss nicht sein, aber so der Klassiker ist, dass Leute halt nach einer Zeit nach dem Essen Schmerzen haben und in der Folge weniger essen und abnehmen. Aber es gibt auch so atypische Beschwerden. Deswegen muss man auch dran denken. Zum Beispiel allgemeines Unwohlsein nach dem Essen. Oder aber, Sie haben diese Netzwerke gesehen, es gibt sogar Verbindungen zu den Beinschlagadern. Das kann dazu führen, dass Sie, wenn Sie sich sportlich betätigen oder zum Beispiel laufen, dann Bauchbeschwerden bekommen. Aber auch Verstopfung oder Durchfall kann ein Symptom für eine solche Durchblutungsstörung sein. Wie gesagt, nicht eine Woche, nicht 2 Wochen, aber wenn das Ganze sehr häufig und sehr lange geht, muss man an sowas denken. Auch Übelkeit und Erbrechen können durchaus Symptome einer Mangeldurchblutung der Eingeweide sein. Und was steckt dahinter? Wenn Sie essen, nimmt der Blutfluss in Ihren Darmarterien um 30 bis 150% zu. Das ist eine Menge. Und wenn die Arterien natürlich eng sind, dann geht das nicht. Das heißt, das Blut, was dort ankommen muss, wird einfach nicht zur Verfügung gestellt, weil die Arterien eingeengt ist. Interessanterweise sind Frauen häufiger von diesem Krankheitsbild betroffen als Männer. Da diese Ablagerungen im höheren Alter auftreten, handelt es sich auch um eine Erkrankung des höheren Alters.
Und klassische Risikofaktoren, ich habe es ja eben schon gesagt, es kommt zu Ablagerungen in den Arterien, sind das Rauchen, ist der Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und auch, wenn Sie erhöhte Blutfette haben, und hier spielt das sogenannte LDL, das schlechte Cholesterin, eine ganz große Rolle. Und tatsächlich ist es so, wenn in Ihrer Familie sowas jemand hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie selber daran erkranken, auch erhöht. Das nennen wir halt Vorbelastung familiäre Anamnese. Letztlich muss man sagen, ich hatte es schon angedeutet, so häufig ist es nicht, dass diese Krankheit Symptome macht. Man sagt ungefähr, dass nur 5% aller Patienten mit unklarem Bauchweh an einer so chronischen Durchblutungsstörung leiden. Was man weiß ist, dass man in Röntgenbildern oder im Ultraschall sehr häufig diese Einengungen sieht, die aber gar keine Beschwerden machen. Da hilft halt dieses Netzwerk aus. Das heißt, Sie haben letztlich relativ häufig den Befund einer Einengung in einer Darmarterie, der aber gar nicht die Beschwerden macht. Das führt dazu, dass wir in der Regel fordern, dass mindestens 2 Arterien betroffen sind, die die Beschwerden erklären. Wichtig ist hier, in den allermeisten Fällen ist die obere Eingeweidearterie betroffen, die Arteria mesenterica superior. Und als Ursache, ich hatte schon gesagt, sind diese Arterienverkalkungen mit Abstand am häufigsten. Es gibt noch so Exoten, aber die Arteriosklerose ist mit Abstand das häufigste. Nichts in der Medizin geht ohne Stadien. Das klingt immer so ein bisschen akademisch, hat aber gerade für diese Erkrankung eine wichtige Bedeutung, nämlich: Wenn Sie keine Symptome haben, aber Einengung, werden wir praktisch niemals diese Arterien aufdehnen oder operieren. Dazu ist der Eingriff viel zu gefährlich. Das machen wir nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Das heißt, wenn Ihnen jemand sagt, oh, Sie haben aber eine Einengung Ihrer unteren Eingeweidearterie, das müssen wir aufdehnen. Wenn Sie keine Beschwerden haben, lassen Sie die Finger bitte davon. Anders ist das aber, wenn Sie diese genannten Schmerzen haben. Nach dem Essen oder wenn das weiter ausgeprägt ist, können Sie sogar immer in Ruhe Schmerzen haben. Dann ist es so, dass man sehr schnell dieses Problem lösen muss. Man könnte ja auf die Idee kommen, man peppelt sich erstmal auf, versucht mehr zu essen, gibt was über die Vene, aber damit verlieren Sie nur Zeit. Wenn die Diagnose einmal steht, sollte man sehr, sehr zügig dieses Problem behandeln. Welche Möglichkeiten es gibt, dazu komme ich gleich. Und dann gibt es noch dieses Stadium 4, was letztlich dieser Notfall ist. Das bedeutet, die Darmarterie hat sich komplett verschlossen. Und Sie sehen hier, eine Operation sollte dann innerhalb von 6 Stunden erfolgen. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Und das sollte unbedingt vermieden werden. Wie kommen wir nun dieser Erkrankung auf die Schliche? Eine sehr gute Methode, das nachzuweisen oder auszuschließen, ist der Ultraschall. Wir sind heutzutage in der Lage, neben den Bildern, die wir mit der Ultraschallsonde machen, die Blutgefäße super darzustellen. Sie sehen hier diese Farbe auf dem Bild. Und mit der Farbe erkennen wir, ob es eine Arterie oder eine Vene ist. Das heißt also, wir kennen ja die Anatomie. Ich habe sie Ihnen gezeigt. Genau gucken, wo ist diese Schlagader? Hat die eine Einengung oder nicht? Und was Sie hier unten sehen, sind diese Zacken. Damit messen wir, wie schnell das Blut durch so eine Schlagader fließt. Und man kann sich vorstellen, wenn an einer Stelle eine Schlagader eng ist und wenn das Blut da durchfließt, dann muss es an der Stelle schneller fließen. Und diese Geschwindigkeit können wir messen. Und je höher die Geschwindigkeit ist, desto höhergradiger ist die Einengung. Das ist eine ganz tolle Methode, zumindest um im ersten Schritt danach zu suchen. Wenn man sich nicht sicher ist oder man es nachgewiesen hat, ist der nächste Schritt die Computertomographie, also das Schichtröntgen. Und im Schichtröntgen kann man exzellent Arterien und Venen darstellen. Sie sehen das hier in einer sogenannten 3D-Rekonstruktion. Das heißt, das ist ein Schichtröntgen und der Computer hat daraus praktisch wieder so einen Menschen zusammengesetzt. Und was Sie hier sehen, ist die Hauptschlagader und hier eine massiv verkalkte, unverengte obere Eingeweidearterie. Und was Sie hier sehen, das finde ich ein sehr eindrucksvolles Bild. Ich glaube, das kommt noch ein Pfeil. Nee, dann. Sie sehen hier die Hauptschlagader, die Beckenschlagader und das hier. Dieses Ding, was Sie sehen, was von der unteren Eingeweideschlagader hochgeht, ist diese Umgehung. Und diese Umgehung ersetzt komplett die obere Eingeweideschlagader. Finde ich ganz erstaunlich. Und was mir auch wichtig ist, bevor man die Diagnose einer
Durchblutungsstörung des Darmes stellt, müssen andere Ursachen ausgeschlossen werden. Es gibt ja eine Menge Dinge, die Bauchschmerzen machen können. Gallensteine sind häufig, Magengeschwüre. Bevor man also nun die Gefäße aufdehnt, sollten Sie sicher sein, dass Sie nicht ein Magengeschwür haben, was man ja mit ein paar Tabletten ganz gut behandeln kann. Bauchspeicheldrüsenentzündungen können das machen, Darmentzündungen, manchmal auch Tumore, Reizdarme. Bevor wir also hingehen und die Gefäße in Ordnung bringen, müssen wir sicher sein, dass es nichts anderes ist. Und das führt dazu, dass wir eigentlich fordern, dass Patienten, wo wir das vermuten, sich erstmal beim Magen-Darm-Spezialisten vorstellen. Der wird in der Regel eine Magenspiegelung machen, bei Bedarf auch eine Darmspiegelung. Man sollte Stuhluntersuchungen machen. Da gibt es noch eine Menge weitere Untersuchungen, auf die möchte ich jetzt hier nicht eingehen, weil ich bin ja Gefäßchirurg und mir geht es hier um die Gefäße, die wir in Ordnung bringen wollen. Wir müssen also, bevor wir loslegen, sicher sein, dass es wirklich die Arterienverengung ist, die das macht. Das heißt, andere Ursachen müssen ausgeschlossen werden. Das Verschlussmuster muss passen. Zum Beispiel würde eine Einengung der unteren Eingeweidearterie, die den Dickdarm versorgt, nie Beschwerden im Oberbauch machen. Das heißt, wir müssen gucken, dass es passt. Und gerade dieses Krankheitsbild erfordert, dass wir uns als Ärzte zusammensetzen mit verschiedenen Disziplinen. Für mich gehört bei diesem Krankheitsbild der Radiologe, die Radiologin dazu, weil die macht häufig den Ultraschall und erstellt die CT-Bilder. Dazu gehört der Gastroenterologe und natürlich der Gefäßchirurg, der in der Lage ist, dieses Krankheitsbild zu behandeln. Die Behandlung selbst hat dann verschiedene Ziele. Wir möchten natürlich, dass Sie keine Beschwerden mehr haben und damit Ihre Lebensqualität erhöht wird. Wir möchten, dass Sie wieder an Gewicht zunehmen und natürlich möchten wir, dass ein Darminfarkt, der oft sehr gefährlich ist, verhindert wird. Und es gibt tatsächlich einen Berg Behandlungsmöglichkeiten. In der Gefäßchirurgie gibt es natürlich immer die Tabletten, das gehört dazu, gehe ich heute nicht drauf ein. Es gibt aber immer die Möglichkeit, mit Kathetern zu arbeiten. Das nenne ich hier mal endovaskulär. Endo heißt von innen vaskulär Gefäß. Das heißt, Sie gehen an einer anderen Stelle ins Gefäß und gehen dann mit Kathetern an Ort und Stelle. Und zwar können wir das über die Leiste machen über den Arm. Ich sage Ihnen gleich, wann wir über welches nehmen. Man macht das immer in lokaler Betäubung. Sie brauchen keine Vollnarkose. Dann ist es so, dass bei diesen Verfahren fast immer eine Gefäßstütze, ein Stent eingesetzt wird. Das klappt fast immer. Ich nenne das hier hohen technischen Erfolg. Aber dieses endovaskuläre Katheterverfahren führt relativ häufig zur erneuten Einengung. Demgegenüber haben wir die sogenannten offenchirurgischen Eingriffe. Das ist eine ungleich größere Sache, weil das macht man in Narkose. Sie brauchen dann einen Bauchschnitt und das ist auch alles andere als eine Anfängeroperation. Auch hier gilt, die Erfolgsrate technisch ist sehr hoch. Die Langzeitergebnisse sind besser, als wenn man es mit Kathetern macht. Aber dennoch ist es so, das ist schon ein anderer Schnack, ob Sie einen Bauchschnitt kriegen oder wir eine Punktion der Leiste machen. Das ist hier nochmal exemplarisch dargestellt. Wir haben also offen chirurgisch mit Bauchschnitt oder aber endovaskulär. Wir fangen mal an, wie das endovaskulär geht. Das ist ein sehr schonendes Verfahren und hier erkläre ich Ihnen kurz, wann man von der Leiste oder vom Arm kommt. Sie sehen hier praktisch, das ist wieder so eine CT-Untersuchung und Sie sehen von seitlich auf das Gefäß. Das heißt, Sie sehen hier praktisch die Wirbelsäule, hier läuft die Hauptschlagader von oben nach unten, hier sehen Sie den oberen Eingeweidestamm und hier die Arteria mesenterica superior, die praktisch hier in 90 Grad abgeht und da kommt man sehr bequem von den Leisten unten rein. Hier dagegen sehen Sie, dass die obere Eingeweidearterie sehr steil abgeht. Das ist ein Winkel von vielleicht 10 Grad. Von unten kommen Sie dann nur sehr schwer rein. Und dann ist es viel leichter, dass Sie von oben kommen. Und tatsächlich geht man dann über die Armarterie durch die Hauptschlagader bis in diese Arterie rein. Das ist halt, so beginnt man endovaskulär. Man macht die lokale Betäubung. Dann hat man hier praktisch so eine kleine Nadel. Auf der rechten Seite sehen Sie, wir wenden dafür immer Strahlung an, damit wir wissen, wo wir sind. Hier sehen Sie praktisch Ihren Hüftkopf und hier sehen Sie, wie der Draht sich vorarbeitet in dem Gefäß. Es ist ganz wichtig, dass wir genau im Gefäß sind, damit wir hier nichts kaputt machen. Und hier sehen Sie praktisch einmal so eine
Darstellung der Arterien. Wir nennen das Arteriographie oder Angiographie. Sie sehen hier wieder die Hauptschlagader, hier unten die Beckenschlagadern. Und was man hier sieht, das hatten Sie eben auch in dieser dreidimensionalen Zeichnung vom CT gesehen, ist wieder diese Umgehung von der oberen zur unteren Eingeweidarterie. Und hier sehen Sie eine hochgradige Enge, das kommt gleich im Detail. Hier sehen Sie, sind wir von oben gekommen, um besser hereinzukommen. Hier sieht man praktisch, wie dieser Draht und Katheter diese Öffnung, wo die untere Eingeweidarterie abgeht, aufsucht. Sie sehen das hier. Sie sehen hier den, das sieht man sehr gut, wie dieser ganz feine Draht in der Arterie liegt. Dann ist es so, wir müssen ja Ballons und Ähnliches vorbringen. Wir machen das mit sogenannten Schleusen, damit wir die Gefäße nicht verletzen. Das heißt, die Schleuse geht hier vom Arm bis zu dieser Arterie. Dann sehen Sie hier praktisch, wie, man kann das, glaube ich, ganz gut sehen, so ein Maschengeflecht, ein Stent, hier implantiert wurde und praktisch diese Einengung aufgehoben hat. Das heißt, durch einen minimalinvasiven Eingriff vom Arm gelingt es, eine Darmarterie erfolgreich mit einem Stent wieder zu eröffnen. Hier sehen Sie ein anderes Beispiel, hier oben der obere Eingeweidestamm. Hier sehen Sie praktisch, wie über die Umgehungskreisläufe sich die obere Eingeweidearterie auffüllt, die hier aber verschlossen ist. Und hier sehen Sie praktisch, wieder mal kam man hier vom Arm. Hier sehen Sie den Draht in der oberen Eingeweidearterie und hier die Gefäßstütze, die das Ganze mit aufgedehnt hat. Ein sehr elegantes Verfahren, wie ich finde. Hier sehen Sie praktisch, wie sich jetzt die obere Eingeweidearterie sofort von oben füllt. Hier sehen Sie nochmal ein Beispiel für eine Gefäßstütze. Das ist nochmal so seitlich rekonstruiert, diesmal von der anderen Seite. Hier die Wirbelsäule, hier die Hauptschlagader, Eingeweidestamm, Eingeweidearterie. Und hier sehen Sie die hochgradige Einengung. Und hier sehen Sie, hier ist die Gefäßstütze, wie hübsch das ist. Eindeutig geht der Fluss viel besser wieder in den Darm. Das war es zu den Katheterverfahren. Wenn die Katheterverfahren nicht gehen oder in bestimmten Situationen, werden wir offen operieren. Wenn Sie Beschwerden haben, ist das eine klare Notwendigkeit, auch einer offenen Operation. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, die würde ich Ihnen gerne zeigen. Die hier finde ich sehr elegant. Sie haben hier die Hauptschlagader und hier die obere Eingeweidearterie, AMS steht für Arteria mesenterica superior. Man kann zum Beispiel die hier einfach abschneiden und nach unten verpflanzen und hier wieder auf die Hauptschlagader aufnähen. Sie haben dann praktisch nur eine Gefäßnaht und wir pflanzen eine Arterie um. Das finde ich ein super elegantes Verfahren. Wir nennen das in der Fachsprache Transposition. Und damit haben Sie praktisch diesen Verschluss, den Sie hier sehen, behandelt. Relativ übersichtliche und rasche Operation. Man kann aber auch Umleitungen machen. Das geht halt, wenn Sie nicht umpflanzen können, sehen Sie hier eine Umleitung, die von oben kommt. Eine Umleitung aus der Hauptschlagader auf den oberen Eingeweidestamm und auf die obere Eingeweidearterie. Das sind Operationen, die sehr, sehr, sehr lange offen bleiben, eine hohe Erfolgsrate haben und wo man fast nie nochmal dran muss. Sie sehen hier so ein Beispiel, das ist relativ schwer zu erkennen. Hier ist so ein Stent sogar zugegangen, sowas passiert auch. Und in dem Fall hat man, können Sie mal abnehmen, es tut mir leid, ich bin Chirurg, manchmal wird der Typ benötigt. Und Sie sehen praktisch hier, wie das mit einem kleinen Bypass umgepflanzt wurde. Dann gibt es noch so andere Umleitungen. Wir können das auch rückwärts machen. Sie haben eben gesehen, wie die Umleitung von oben nach unten ging. Und hier sehen Sie, wie der Bypass auf die Beckenarterie gepflanzt ist und von unten nach oben geht. Oder aber, auch sehr elegant, man kann so einen kurzen seitlichen Bypass machen. Es gibt also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wieder Blut in die Eingeweidearterien zu bekommen. Hier sehen Sie so ein Beispiel, das ist wieder die Hauptschlagader. Sie sehen, hier ist der Obereingeweidestamm verschlossen. Hier ist, sieht man, hier ist keine Verbindung. Weiter unten sind die Arterien wieder offen. Und dann haben wir hier das seitlich, hier ist langstreckig die obere Eingeweidearterie verschlossen. Das heißt also, dieser Patient hat zwei Verschlüsse und damit eine klare Notwendigkeit eines Eingriffes.
So ein langstreckiger Verschluss, das sind ja einige Zentimeter, der ist nichts für ein Katheterverfahren. Da haben wir uns entschlossen, direkt zu operieren. Und da haben wir tatsächlich einen Bypass gelegt. Man erkennt das hier. Dieser Bypass läuft von hier, von der Hauptschlagader, auf die obere Eingeweidearterie. Das ist hier mit dem Pfeil markiert. Und wir haben dann den Bauchhöhlenstamm auf diesen Bypass umgepflanzt. Das heißt, wir haben also bei der Operation beide verschlossenen Eingeweidearterien wieder ans Netz genommen und die Patientin hat sich sehr rasch von ihren Beschwerden erholt. Und dann, das finde ich persönlich ganz faszinierend, können Sie die Verfahren auch mischen. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel über die Leiste oder über den Arm nicht drankommen und entscheiden sich zur Operation, Sie haben dann von der Eingeweidearterie zum Verschluss einen viel kürzeren Weg und Sie können dann praktisch in einer Operation auch noch einen Stent setzen. Dann müssen Sie unter Umständen gar nicht die Hauptschlagader abklemmen für die Naht. Wie so vieles in der Medizin hat es einen eigenen Namen. Wir nennen das retrogrades offenes mesenterales Stenting oder ROMS. Der Begriff gefällt mir viel besser. Und das ist auch etwas, was Gefäßchirurgie auszeichnet heutzutage. Wir haben als Gefäßchirurgen immer die Möglichkeiten, in einem solchen Hybrid-OP sowohl offene Operationen als auch Katheterverfahren in hoher Qualität anzuwenden. Und das, so sieht ein Hybrid-OP aus. Das ist jetzt nicht unserer, sondern das Bild habe ich im Internet gefunden. Unserer ist auch sehr schön. Und Sie sehen praktisch den OP-Tisch. Da liegen die Patienten praktisch wie in einem normalen OP-Saal. Dann haben Sie hier die Röntgenanlage, die hat die Qualität wie in einer richtigen radiologischen Einheit. Und das sind einfach die Ergebnisse, damit Sie unterscheiden können, wie das langfristig aussieht. OR steht für offene Operation. Und Sie sehen hier praktisch nach 5 Jahren hat praktisch kein Patient eine erneute Einengung bekommen. Dagegen, wenn Sie es mit Kathetern machen, fast die Hälfte. Oft kann man dann nochmal was mit Kathetern machen, zeigt halt, dass nach einer Bypass-OP die Ergebnisse besser sind, aber es ist halt ein viel größerer Eingriff, weshalb wir uns in der Regel dennoch dazu entschließen, erstmal minimalinvasiv vorzugehen. So, damit bin ich auch schon am Ende. Was heißt schon? Wir haben schon 18.27 Uhr. Also, chronische Veränderungen an den Eingeweidearterien sind häufig. Das haben über 60% der älteren Menschen, machen aber eher selten Beschwerden. Und bevor man die nun auflehnt, müssen andere Baucherkrankungen ausgeschlossen werden. Machen die Veränderungen Beschwerden, muss man rekonstruieren. Egal ob mit Stent oder mit Operation, haben Sie die klassische Symptomatik, empfehlen wir dringend einen Eingriff. Ich habe Ihnen gezeigt, es gibt minimalinvasive Katheterverfahren und offene Operationen. Und ich bin der Meinung, solche Eingriffe sollten dort durchgeführt werden, wo man alle Fachdisziplinen hat und wo man auch eine hohe Kompetenz für diese Eingriffe hat. Und ich möchte abschließen mit unserer Sprechstunde. Wenn Sie also so etwas haben, wir behandeln das hier und zwar sowohl mit Katheterverfahren, das macht bei uns die Radiologie in der Regel bei Professor Fischbach, oder offen, dann machen wir Gefäßchirurgen das. Können Sie einen Termin in der Sprechstunde holen. Natürlich ziehen wir dann auch die Gastroenterologen hinzu. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen. Vielen Dank. Ein sehr spezielles Thema. Insofern kann es durchaus sein, dass gar keine Fragen kommen. Gut. Ich denke mal, wenn jemand Fragen gehabt hätte, hätte er oder sie jetzt gestellt. Insofern würde ich das Webinar an dieser Stelle beenden. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der sich das Ganze bei YouTube dann angeschaut hat. Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank.